Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer besonderen Aufnahme unter besonderen Umständen. Wir haben heute 8.14 Uhr morgens an einem Freitag, an dem ich Schule habe. Ich bin vor rund einer halben Stunde aufgestanden, um mich fertig zu machen, weil ich heute zum Glück nur von der dritten bis zur sechsten Stunde Unterricht habe. Und dann durfte ich sehen, dass die dritte und vierte auch noch ausfällt, deswegen habe ich gerade ein bisschen Zeit. Warum gehe ich später überhaupt weg? Naja, was ich jetzt aufnehmen will, ist ein kleiner Jahresrückblick für mich persönlich auf das Jahr 2021. Ich möchte dabei über verschiedenste Dinge sprechen, die einfach dieses Jahr passiert sind, die mein Jahr so beeinflusst haben und allgemein, was eben so passiert ist. Nebenbei mache ich mir ein bisschen Notizen, damit ich nichts vergesse und dann laber ich einfach ein bisschen drauf los. Erstmal kurz, worüber will ich alles reden? Ich schreibe nochmal kurz meine Notizen fertig, damit ich drüber gucken kann, ob das alles passt. Ja, vielleicht fällt mir zwischendrin noch was ein, aber ansonsten rede ich heute ein bisschen über Musik, die mir dieses Jahr sehr gefallen oder weitergeholfen hat, die ich neu gefunden habe, weil ich habe sehr, sehr viel Musik gehört. Dann rede ich über eine Buchreihe, die so ziemlich das Einzige ist, was ich über dieses Jahr gelesen habe. Ihr werdet dieses Video sowieso heute in 2 Wochen sehen, an Silvester. Deswegen kann ich das auch alles so sagen. Dann, also die Reihenfolge ist nicht unbedingt so, wie ich jetzt sage. Dann werde ich natürlich über meinen YouTube-Kanal und meine Hörspiele reden. Genauso wie über Games, die ich gezockt habe, vor allem natürlich Smash Bros. Und ich werde übrigens hoffentlich Timestamps in den Kommentaren haben oder in der Beschreibung, mit denen ihr da hinspringen könnt, wo ihr wollt. Dann werde ich noch über etwas sehr Besonderes reden, was mein Jahr deutlich mehr beeinflusst hat, als man sich vielleicht irgendwie vorstellen könnte, nämlich eine einzelne Fanfiction. Nicht meine, wohlgemerkt. Zu meiner Fanfiction kommen wir danach. Ich möchte nämlich auch noch, wenn wir schon über meine Hörspiele reden, über das Projekt Nach die Wesen unseres Planeten reden, das ich schon ein paar Mal ein bisschen angedeutet habe und dazu etwas mehr sagen, weil gerade gegen Ende des Jahres auch viele andere Sachen darauf so ein bisschen hinarbeiten. Und letztendlich einfach noch ein bisschen übers private Leben reden und ein Fazit fürs Jahr 2021 ziehen. Fangen wir mal an mit dem, was insgesamt wohl am wenigsten noch beeinflusst hat. Die Buchreihe, die ich eigentlich, ich hätte jetzt gesagt, jeden Tag lese. Ich lese allgemein nicht viel. Wenn ich zur ersten Stunde Unterricht habe, dann lese ich beim Frühstück ein bisschen was. Und ich lese beim Abendessen hin und wieder, wenn ich deutlich früher fertig bin als die anderen. Aber das ist auch halt alles nicht immer gegeben, deswegen so viel lese ich nicht. Aber wenn ich lese, dann die Buchreihe, es kann sein, dass manche sie kennen, manche nicht. Warrior Cats heißt das Ganze. Ich habe davon einen fetten Haufen Bücher. Ich muss kurz mal gucken. ...46 Bücher von der Reihe müsste ich haben, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe erst letztes Jahr im Sommer begonnen, die Reihe zu lesen. Und 46 Bücher sind nicht alle, die es gibt. Ja, wer die Reihe nicht kennt, es ist eine Fantasy-Reihe halt. Wie der Name vielleicht sagt, in der Hauptrolle sind vor allem Katzen. Und als ich zum ersten Mal von der Reihe gehört habe, dachte ich mir, ja, sicher gebe ich mir so eine Scheiße. Bin ich 5 oder was? Dann habe ich einfach mal irgendwann, nachdem ich auf YouTube öfters was vorgeschlagen bekommen habe, gedacht, okay, ich hole mir mal Band 1, guck, wie es ist. Ja.
Rest der Geschichte, ich habe jetzt 46 Bände und das ist definitiv meine Lieblingsbuchreihe. Es ist sehr anders, als ich erwartet hatte. Deutlich tiefsinnigere Stories mit deutlich reelleren Themen auch. Gerade Dinge in Richtung Krieg und Religion werden oft angesprochen. Deswegen, es ist eine sehr interessante Reihe mit viel tiefer Story und letztlich muss ich auch sagen, was wahrscheinlich auch noch ein Faktor ist. Mein Bruder hat die Reihe zum Beispiel auch gelesen und ich habe einfach auch schon hin und wieder gehört, dass meine eigene Walross-Edition nicht allzu unterschiedlich von Warrior Cats ist in einigen Aspekten. Und nachdem ich selber gelesen habe, sehe ich auch die Parallelen, auch wenn viele eher formal sind, wie zum Beispiel eine Staffel Warrior Cats hat 6 Bände, meine Walross-Edition hat 6 Geschichten, so ein Zeug. Aber auch allgemein vom Inhalt her, es gibt durchaus Vergleiche, die man ziehen kann. Ich bin so wie ich bin. Ich bin ehrlich gesagt schon längst im zweiten Lesen der Reihe, habe einige Bücher auch vorher schon mehrfach gelesen. Warte im Moment drauf, weil die 7. Reihe im Moment in der Mache ist, nächstes Jahr irgendwann hoffentlich fertig wird. Ich mag es halt nicht, die Staffeln irgendwie einzeln zu kaufen. Ich warte lieber, bis sie ganz fertig sind. Und ja, das war so eine Buchreihe, die mich durchs Jahr ziemlich begleitet hat. Wenn irgendwer was zu lesen sucht, wer Fantasy mag. Und wie gesagt, vielleicht lässt man sich ein bisschen abschrecken, weil es von außen etwas kindlich wirkt. Aber hell no. Es ist es nicht, das kann ich euch sagen. Ich meine, bisschen überspitzt gesagt. Von der Anzahl Charaktertode könnte es auch Game of Thrones sein. Das meine ich unironisch. In einer fucking Story über Katzen, die im Wald leben. Ja, man merkt, warum ich es nicht erwartet habe, glaube ich. Dann, rede ich mal als nächstes ein bisschen über Gaming allgemein, was dieses Jahr war. Ihr wisst, ich habe nicht allzu viele Games gezockt. Ihr habt es auf dem Kanal bemerkt, es gab nicht so viele Gaming-Videos. Viele Projekte kamen fast gar nicht. Ich guck mal kurz, wie viele Folgen Let's Go Evoli habe ich über dieses gesamte Jahr veröffentlicht? Hat das Projekt dieses Jahr begonnen? War das nicht schon letztes? Let's Go Evoli. Folge 1. Am 2.4. dieses Jahres. Okay, ja. Dann ist es doch gar nicht mal so lang, aber am 2.4. dieses Jahres hat es begonnen. Insgesamt haben wir 10 Folgen übers gesamte Jahr verteilt gehabt. Das ist natürlich wild. Ja, das habe ich gespielt. Ich habe Pokémon New Snap gespielt, was mein persönliches Highlight des Jahres war, muss ich sagen. Ein sau gutes Spiel in meinen Augen. Es ist natürlich jetzt nichts für krasse Tryhard-Game, aber es ist wirklich entspannend und ein sehr schönes Game, das ich jedem empfehlen kann, der es sich noch nicht angeguckt hat. Ach du meine Fresse. Ich habe gerade nur nebenbei festgestellt, dass die letzte Folge Let's Go Evoli im Oktober, Anfang Oktober gekommen ist. Ich nehme das am 17. Dezember auf. Ich habe halt das Problem, dass es mit dem Setup im Moment anstrengend ist, am Fernseher aufzunehmen. Und ich habe da halt ehrlich gesagt weniger Bock drauf. Ja, was habe ich sonst so gezockt dieses Jahr? Deltarune Kapitel 2 ist erschienen. Auch wenn das Let's Play nicht ganz reibungslos verlief, ich Zeug neu aufnehmen musste, Zeug ganz verloren gegangen ist. Es war definitiv ein sehr cooles Erlebnis. Besser als Kapitel 1. Und ich freue mich drauf, wenn irgendwann der Dreier rauskommt und werde auf jeden Fall wieder dabei sein. Sehr nice Story mit sehr coolem Humor. Die Musik war zu großen Teilen auch nochmal besser als in Teil 1, wo ich sie ehrlich gesagt nicht so sehr mochte. Also mit Teil 1 meine ich Kapitel 1.
persönlich, auch wenn ich damit alleine stehen zu scheinen, mochte ich zwar den Secret Boss in Kapitel 1 lieber als den im zweiten, aber die Hauptantagonistin Queen war auf jeden Fall ein deutliches Upgrade vom King. Auch wenn es insgesamt einfach ein weniger bedrohlicher als lustiger Antagonist war, aber irgendwie passt das zu Toby Fox auch, muss ich sagen. Sonst kann man zu Games halt wirklich nur noch ein Game erwähnen, würde ich denken. Smash Bros. Ultimate. Und ja, ihr denkt, ich werde jetzt hier ewig drum reden. Vor allem die, die nicht auf dem Zweitkanal oder auf meinem Twitter sind. Ihr denkt wahrscheinlich, ich werde jetzt ewig über Smash Ultimate reden, wie geil da alles ist, wie sehr ich's feier, was ich alles erreicht habe. Not gonna lie, Smash war jetzt wirklich kein Spiel, das dieses Jahr so viel bereichert hat. Ich sag's, wie es ist. Ich spiele Smash fast täglich. Ich bin inzwischen definitiv ein Gesicht in der Szene. Vielleicht der Top King K. Rool Clip Hunter der Welt, wenn's hochkommt. Aber letztlich, es erzeugt halt so einen fucking Druck irgendwo. Ich spiele in Turnieren, treffe so. Die Smash-Community hat so viele unglaublich asoziale Leute. Das glaubt man nicht. Es ist halt allgemein alles sehr viel Druck, sehr viel Frustration, unglaublich viel Zeit, die ich investieren muss inzwischen eher als will, um nicht komplett abzufallen. Und zwar hat das Ganze schöne Momente, zum Beispiel als ich erst vor wenigen Wochen zum ersten Mal einen zweiten Platz in einem Turnier bekommen habe. Aber es hat halt auch sehr viele Nachteile. Und irgendwo will ich Smash auch wirklich quitten oder zumindest deutlich zurückstellen. Aber andererseits merke ich halt selber schon die Sucht, die inzwischen dahinter steckt. Dass ich es nicht wirklich weglassen kann und will. Und ich habe ja auch eine eigene Crew, die ich nicht einfach so zurücklassen will. Und ich habe Ziele und viel Ehrgeiz. Smash ist ein verdammt schwieriges Thema dieses Jahr. Ich sag's, wie es ist. Wenn Smash Bros. Dasselbe Game wäre, mit einer anderen Community, dann wär's keine Frage. Aber die Smash-Community ist leider vermutlich eine der schlimmsten, in der ich drin bin. Gestern hatte ich erst wieder das extremste aller Beispiele. Ich werde das mal kurz zusammenfassen, was gestern passiert ist, für alle, die sich vielleicht nicht vorstellen können, wie es in der Smash-Community vorgehen kann. Wobei ich sagen muss, dass gestern war nochmal ein sehr, sehr krasser Extremfall, vielleicht der extremste, den ich hatte. Was im Prinzip passiert ist, ich habe in einem Turnier gespielt, King K. Rool natürlich, wen anders spiele ich ja nicht im Turnier, und habe gegen einen Melinda-Spieler kämpfen müssen. Ganz ekelhaftes Matchup für mich, weil er im Prinzip mein... Ich will jetzt nicht so viel Fachsprache benutzen. Alles, was ich vorhabe, kann er im Prinzip durch einen Knopfdruck ausspielen, da er meine Projektile einfach einpacken kann. Sagen wir es so. Deswegen ist es ein sehr ekelhaftes Duell und besteht aus sehr viel Defensive. Heißt, die Kämpfe dauern eine sehr lange Zeit, muss man sagen. Und ja, dadurch saß ich jetzt an drei Duellen, weil wer zuerst 2 aus 3 gewinnt, holt das. Und wir standen 1-1, saß ich über 20 Minuten, was für Smash-Verhältnisse unglaublich viel ist. Alleine, da man nur 7 Minuten Zeit für ein Duell hat, bevor es ein Timeout gibt. Und ja, dann habe ich das irgendwie am Ende mit einem Comeback gewonnen. Und der Typ vorher erstmal, es sind so alles Gewohnheiten der Smash-Community, die sich gehören. Vor einem Duell schreibt man GLHF, also Good Luck, Have Fun. Halt, um dem Gegner Glück zu wünschen offensichtlich. Danach schreibt man Good Game. Das gehört sich einfach. Das ist einfach Umgangston. Von einem Good Luck, Have Fun hat man bei dem vorher nichts mitbekommen. Ich wusste schon, dass der Typ, gegen den ich gespielt habe, sehr unbeliebt in der Community ist. Ich habe dann gewonnen
anstatt dass er GGs schreibt, beginnt er 20 Nachrichten auf dem Chat dieser Website, wo die Turniere stattfinden, zu schreiben, warum ich unglaublich scheiße sei, er so viel besser als ich sei, ich das Spiel bitte deinstallieren sollte. Ich habe ihm dann auch einfach nur gesagt, halt dein Maul. Du hast gerade ein +2 Matchup verloren. Was heißt +2 Matchup, für die, die es nicht wissen? Im Prinzip +2 steht für 20%, heißt 20% ist das Matchup, auf Deutsch die beiden Charaktere gegeneinander, davon entfernt, dass bei gleichem Skill-Level zwei Spieler dieser Charaktere gleich oft gegeneinander gewinnen. Weil eben ein Charakter einfach besser gegen den anderen ist. Was heißt +2? +20%, 70% der Duelle müsste er gewinnen und 30% müsste ich gewinnen. Und da habe ich ihm da auch gesagt, du hast gerade ein +2 Matchup verloren. Also halt dein Maul. Er hat begonnen zu argumentieren, dass es definitiv kein +2 Matchup ist. Ich fasse es kurz zusammen. King K. Rool basiert zu sehr großen Anteilen darauf, einfach Projektile zu werfen und den Gegner wegzuhalten. Melinda, der Charakter, den er gespielt hat, kann die Projektile gratis aufnehmen und mit doppelter Stärke auf mich zurückschmeißen. Mein Projektil, das ich häufiger benutze, kann er sogar dauerhaft einbehalten, sodass ich es schlicht und ergreifend nicht mehr nutzen kann. Ja, er meint, das Matchup wäre +2 für mich gewesen. Ich wäre ein schlechter Spieler. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, toxischer Smash-Spieler, ich gehe raus. Aber er war noch nicht fertig. Er hat mich dann auf Discord in DMs angeschrieben, ein $500-Money-Match von mir gefordert. Das ist genau, was es klingt. Auf Deutsch, wir spielen um $500 und das für 5 Games lang, habe ich ihm auch gesagt. Erstens, ich bin Schüler, woher soll ich das Geld hernehmen? Zweitens, du laberst mich hier so mit Scheiße voll, die Matches waren so unglaublich langweilig. Denkst du wirklich, ich will nur eine Minute mich noch mit dir abgeben? Und haben dann auch direkt blockiert. Wie gesagt, ich kannte auch schon den Ruf von dem Typen, der sich auch sehr bestätigt hat. In dem Moment dachte ich mir, gut, weiter kann es jetzt ja auch nicht gehen. Dann habe ich auf den Discord-Server geguckt, wo das Turnier stattgefunden hat. Und er im Helfer-Channel mit einem der Administratoren, zwar ohne meinen Namen zu erwähnen, weil er wahrscheinlich wusste, dass ich dann eingeschritten wäre. Wo er einfach mit einem der Admins ein bisschen gelästert hat. Der Admin wusste nicht Bescheid, dem gebe ich hier gar keine Schuld. Dass er ja immer nur auf so unglaublich schlechte Spieler trifft, die dann auch viel zu feige für so ein Money-Match sind. Und dass er ja ein Top-Europa-Player sei. Leute trauen sich halt einfach nicht, ein Money-Match gegen ihn zu spielen. Ach du meine Fresse. Das Happy End der Geschichte. In der europäischen Smash Crew League ESCL, das größte Smash-Ding, wo ich drin bin, ist der Typ bereits kurz davor, endgültig gebannt zu werden, weil alle ihn so sehr hassen. Ich habe das Zeug mit Beweisbildern an den Admin geschickt und jetzt ist er noch näher dran, gebannt zu werden. Und wisst ihr was? Mich freut's. Was ein Affe! Gott, sorry für den Rage. Ja, ich weiß, viele von euch juckt Smash nicht so viel, deswegen machen wir jetzt auch weiter. Es geht ein bisschen schneller, als ich dachte, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir gehen weiter zu Musik. Insgesamt will ich für Musik, ich habe sehr, sehr viel gehört, viel zu viel, um wirklich alles davon zu bereden und wirklich auch jeden einzelnen Song dazu wertschätzen oder sowas. Deswegen werde ich wirklich nur auf die Nummer 3 Songs, die für mich einfach hier am meisten verändert haben, sag ich mal. Die mir am meisten weitergeholfen haben dieses Jahr. Beziehungsweise es ist bisschen, Platz 2 ist ein bisschen Ausnahmefall, werdet ihr sehen. Ich werde auch leider nur
von Platz 2 was einblenden können. Die anderen Songs sind nämlich Full Copyright. Und ja, die Musik, die mir am drittmeisten wohl geholfen hat dieses Jahr, am meisten. Wenn ich sage, am meisten geholfen, rede ich vor allem davon, entweder Anfang des Jahres habe ich oft während dem Smash-Zocken Musik gehört und dabei, für die Konzentration könnte es mir helfen. Es kann mir helfen, dabei mir meine Geschichten auszudenken. Oder beim Schreiben selber kann es mir helfen. Vor allem für die letzten zwei Punkte war Coldplay's Sky Full of Stars dieses Jahr, gerade gegen Ende des Jahres, sehr, sehr präsent. Es ist saugeile Musik. Ich liebe den Track wirklich. Ich mache ihn mir jetzt ehrlich gesagt auch nebenbei mal an, sodass ihr ihn nicht hört. Allgemein, wer irgendeine Musik nicht kennt, von der ich hier rede. Okay, man hört definitiv nichts. Ich empfehle euch, jeden Track anzugucken. Ich hoffe, ich denke dran, sie in der Beschreibung zu verlinken. Es ist wirklich einfach ein sehr schöner und in meinen Augen ziemlich tiefer Song. Gerade darüber rede ich im Privatleben teil ein bisschen mehr. Ja, ich habe ihn vor allem beim neuen Projekt, an dem ich im Moment schreibe, relativ viel gehört. Und es hat mir relativ geholfen. Es ist einfach ein sehr schöner Song. Hat eine sehr angenehme Länge in meinen Augen. Sehr coole Lyrics. Wunderschönes Instrumental. Allgemein, im Vergleich zu den Songs, die ich höre, ist das ein sehr fröhlicher, habe ich den Eindruck. Dann auf Platz 2, oft weniger fröhlich, haben wir einen Gleichstand von zwei Songs desselben Creators. Vielleicht insgesamt mein Lieblings-Creator, weil der wirklich... Während zum Beispiel Coldplay höre ich eigentlich nur den Track. Auch Platz 1 höre ich 3 oder 4 Tracks. Aber von Nathan Wagner höre ich wirklich alles. Der haut irgendwie alle 2 Wochen Meisterwerk raus. Ich weiß nicht, wie er es macht. Aber insgesamt ist der Song auf Platz 1 halt nochmal sehr einflussreicher für mich gewesen. Aber auf Platz 2 haben wir 2 Titel von Nathan Wagner, der allgemein eher düstere Musik macht. In diesem Fall mit Shattered Halos und Run. 2 Tracks mit sehr, sehr unterschiedlichem Feeling. Der erste sehr traurig, eher nostalgisch. Während der zweite eher actiongeladen ist, eher Bosskampf-Feeling auch hat. Er wird auch für einen wichtigen Bosskampf im neuen Projekt genutzt werden, weiß ich schon. Und ja, es ist einfach sehr gute Musik, die auch beim Nachdenken sehr helfen kann. Sehr einprägsam, richtiger Ohrwurmfaktor für mich. Nathan Wagner hat einen dicken Haufen auch an anderen guten Titeln. Um mal ein paar meiner Favoriten davon aufzuzählen, zum Beispiel Growing Up, New Horizons, The Anti-Hero, und einen wollte ich noch nennen, ich überleg gerade nur welchen. Jetzt schwank ich gerade. Ein Song, den ich am Ende der Walross Edition 6 benutzt habe, als sich Darkrai zu Vileless verwandelt hat. Anxiety nehme ich auch nochmal als Beispiel. Alles Nathan Wagner, sauguter Creator, sauguter Musiker. Und hat mir auch wirklich sehr weitergeholfen. Vor allem eben bei ersterem und zweiterem, aber gerade im Frühjahr habe ich ihn auch gerne beim Smash Bros. Spielen gehört. Und ja, was ist meine Nummer 1? Der Song, der eigentlich deutlich in meinen Augen für mich am meisten verändert hat in diesem Jahr. Ich kenne die Musik, seit ich im September müsste es gewesen sein, im Herbsturlaub war. Dort habe ich es zufällig auf YouTube vorgeschlagen bekommen, auf Spotify gehört. Und seitdem höre ich es so oft. Tristam, ein DJ, mit seinem Track Frame of Mind. Es ist ein relativ schneller, actionreicher Song, was ich persönlich sehr mag, gerade auch zum Konzentrieren, wenn auch viele andere vielleicht nicht.
Gleichzeitig ist er trotzdem nostalgisch, hat sehr deepe Lyrics. Ich kann auch sehr damit relaten, muss ich sagen. Das ist auch immer sehr wichtig. Das ist wahrscheinlich so das größte Problem im Vergleich von Tristram zu Nathan Wagner. Mit Nathan Wagner, ich glaube, da kann man oft nur mit relaten, wenn man wirklich ein nahes Familienmitglied schon mal verloren hat oder wirklich schwer depressiv ist oder derartiges. Aber Frame of Mind ist so ein Banger. Ich hab's gehört zum Schreiben. Unglaublich viel in dem Urlaub. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo ohne Internet bin, höre ich wirklich 6-7 Stunden lang am Stück nur Frame of Mind und schreibe dazu mein derzeitiges Projekt. Es ist so ein Banger, so ein geiler Track. Ich habe es auch in diesem Turnier, in dem ich Zweiter geworden bin, habe ich das Stück auch gehört. Ich habe auch einen Remix, den finde ich aber leider nicht ganz so gut, weil die Lyrics arschleise sind, beziehungsweise die Vocals. Die Lyrics sind der Text, die Vocals sind, wenn man es singt. Und ja, Frame of Mind, insaner Song. Auf jeden Fall mal reinhören, auch wenn ich gerade, komm. Es gibt eigentlich keine Möglichkeit, wie ich jetzt hier machen kann, ohne den anzuschalten für mich. Das ist so ein geiles Lied. Ein paar honorable Mentions spricht man's. Ich bin Englisch Elkala, ich muss das wissen. Sind zum Beispiel noch Solid Ground von Cascade. Oder, ich muss gerade gucken, von wem das ist. Gone Too Soon von Simple Plan. Und was ich auch häufig gehört habe, ist Sad Song von We The Kings. Oder Paradise Fears mit Battle Scars und Sanctuary. Die werde ich jetzt vermutlich alle nicht verlinken. Waiting von Kaylee Foster und Caslow. Genau wie der zweite Teil von dem Lied, das aus irgendeinem Grund zwei Teile hat. Von Breaken habe ich noch zum Beispiel To The Stars gehört. Starset, ganz wichtig. Hat mit Earthrise und Dreamcatcher auch zwei Songs, die beide sehr sicher Platz 4 meiner Liste wären. Vielleicht sogar mit Sky Full of Stars austauschbar wären. Tristram hat noch andere geile Songs wie Till It's Over oder Bone Dry. Coldplay auch noch mit Clocks nochmal drin. Hypnotized bei Sophie and the Giants sowie Purple Disco Machine. Dann gibt's noch Story of My Life von Illenium, genau wie Afterlife von Illenium. Adel Tawils Lieder. Das war jetzt eine ganze Liste an Tracks, die mir in diesem Jahr wirklich weitergeholfen haben. Ich glaube, ich muss den Track gleich wieder ausmachen. Hilfe, ich kann mich nicht aufs Reden konzentrieren, weil ich auf die Musik höre. Das waren wirklich so ein paar der Banger, die ich dieses Jahr so hatte. Also, jetzt muss ich mal kurz mir markieren, worüber ich schon alles geredet habe. Es fehlen noch die Hörspiele allgemein meines Kanals dieses Jahr. Und ja, rein von außen gesehen war dieses Jahr mein größtes Hörspieljahr. Keine Frage. Auch wenn ich das Gefühl habe, die Varos Edition 6... Zumindest das gesamte Hörspiel kommt dann nicht an wie andere. Aber insgesamt, Walross Edition 5 ist erschienen. Walross Edition 6 ist erschienen. Meine größte Reihe. Das, was mich als YouTuber, ich will jetzt nicht groß gemacht hat sagen, weil ich bin einfach kein großer Channel, aber trotzdem, ohne meine Hörspiele wäre ich wahrscheinlich noch im zweistelligen Bereich an Abonnenten. Meine Hörspiele haben mir wirklich sehr, sehr viel gebracht. Ich bin so unglaublich glücklich, dass ich damals die Entscheidung einfach getroffen habe, diese zu machen. Ich weiß wirklich nicht, ich wäre ein ganz anderer Mensch, wenn ich mich damals anders entschieden hätte. Ich sag's wie es ist, ich weiß nicht, wo ich heute wäre. Ja, meine Hörspiele haben wirklich viel verändert, die Walross-Edition ist geendet. Auch zwei große Spezialepisoden mit Darkreis Chroniken und Lullaby. Gedenken an einen gefallenen Partner oder so ähnlich, als ob ich mir den ganzen Titel davon merken könnte, sind erschienen.
Und das neue Hörspiel Die Wesen unseres Planeten hat jetzt noch gegen Ende des Jahres begonnen. Aber ja, irgendwie muss ich sagen, gerade das Walross-Edition endet. Ich überlege gerade, Never Alone könnte auch noch Anfang des Jahres gewesen sein. Das gucke ich auch mal ganz kurz. Aber irgendwo kann ich leider es nicht ganz so appreciaten, was bei der Walross-Edition alles geschehen ist, muss ich sagen. Weil einerseits, ich bin ziemlich stolz auf die ganze Reihe, aber im Vergleich zu dem, was ich gerade schreibe, wirkt sie ehrlich gesagt für mich wie Low-Level-Writing. Es klingt vielleicht jetzt arrogant in Form auf meine neue Geschichte, aber ich habe einfach das Gefühl, zwischen der Walross Edition 6 und dem übernächsten Projekt habe ich so viele Fortschritte gemacht. Ich gucke kurz nach Never Alone. Mann, die Geschichte kommt ja gar nicht so schnell wie meine Walross-Edition. Vor 9 Monaten kam das gesamte Hörspiel davon. Und der Prolog kam... der Prolog kam Ende letzten Jahres. Aber an sich ist das Projekt schon großteils auch dieses Jahr. Ja. Zu Hörspielen, was kann ich groß noch sagen? Bevor ich eben zum jetzigen Projekt ein bisschen weitergehe und euch erste größere Infos zukommen lasse. Und ja, natürlich, Spezialepisode X kommt auch noch. Einer der Gründe, warum ich jetzt nicht so sehr mich über das Walross-Edition-Ende freuen, warum ich dann nicht so ehrfürchtig, sage ich mal, bin. Weil ich halt weiß, was noch kommt. Und ja, trotzdem die Walross-Edition, geile Zeit. Ohne euch wäre das niemals so cool geworden. Jetzt die Wesen unseres Planeten als so ein bisschen Zwischenprojekt, sage ich mal. Als mehr sehe ich es tatsächlich nicht. Ich will nur kurz kleine Hintergrundgeschichte zu den Wesen geben. Denn tatsächlich habe ich die Geschichte schon parallel mit der Walross-Edition 3 zum ersten Mal geschrieben. Aber es war einfach mein Versuch so ungefähr, was, wenn ich ein Hörspiel schreiben wollen würde, ohne eine laufende Copyright-Verletzung. Und da habe ich dann eben zum ersten Mal begonnen, die Geschichte zu schreiben, hab's dann irgendwann gecancelt und mich eher der Walross-Edition gewidmet. Dann habe ich mich mal dran versucht, die Geschichte vielleicht auf Englisch zu schreiben. Habe ich dann auch gelassen, mich stattdessen Never Alone, dem Original, auf Englisch gewidmet. Irgendwann habe ich dann nochmal versucht, das anzufangen. Hab's wieder gecancelt. Aber kurze Zeit später, nachdem die Walross Edition 6 fertig war. Nach der Walross Edition 5 hatte ich's aufgenommen und danach den 6er geschrieben. Und dann nach der 6 eben es nochmal aufgenommen. Ich war vorher nie weiter als Kapitel 3 und dann habe ich's durchgezogen. Hat nicht mal wirklich lang gedauert. Aber ich hab's dann durchgezogen. Und ja, jetzt werdet ihr das Projekt mitbekommen. Es ist sehr interessant, sag ich mal. Persönlich jetzt nicht mein Favorit, aber es hat seine Stärken und seine Schwächen. Die Schwächen vor allem in den früheren Kapiteln, so von 4 bis 8 oder so. Und es hat einige Plotpoints, die in meinen Augen vielleicht zu predictable sind, wenn man meine Hörspiele kennt. Und da war die Überleitung, meine Leute. Plot. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Plotkrieg. Das, was wohl das große 2022 Projekt wird. Es ist das Hörspiel, welches ich seit September, glaube ich, jetzt schreibe. Fast jeden Tag, auch wenn ich sagen muss, ich habe wirklich Lows viel mit dem Writing. Ein Haufen Lows, ein Haufen Highs. Es ist interessant, während ich in jedem anderen Hörspiel so einen Durchschnitt von, keine Ahnung, 700 Wörtern am Tag habe, vielleicht ein bisschen weniger, weil ich hin und wieder mal einen Tag aussetze, habe ich wirklich bei diesem Hörspiel Phasen, wo ich Wochen durchgehend vielleicht nur 300 Wörter am Tag schreibe. Und dafür auch zum Beispiel Wochenenden, wenn ich meine Großeltern besuche, wo ich
4,5 Kapitel schreibe. Und auch dann gibt's noch Tage, wo ich irgendwie 1300 Wörter schreibe. Also, zum Vergleich, meine Kapitel sind 2000 Wörter lang. In eigentlich jedem Hörspiel, außer den dummen Walross-Editionen. Und ja. Plotkrieg. Eine etwas andere Geschichte in einer komplett neuen Welt. Mit... Es gibt zwei Hauptcharaktere. Ihr kennt das Prinzip. Aurora, ein Alola Vulpix aus der Welt der Pokémon. Und Kel, ein Mensch. Wo er herkommt, muss ich wohl kaum sagen. Jedoch landet Kel in der Welt der Pokémon. Bis hierhin, was gibt's Neues? Und vielleicht wird man aus der Beschreibung auch nicht so viel Neues heraushören, aber das Projekt wird so viel anders machen als andere. Wirklich, der Hauptfokus, den ich habe, ist so ungefähr weiche Erwartungen aus. Die Handlung ist unglaublich verzwickt, hat unglaublich viel Tiefe. Das, was wirklich der größte Unterschied und die größte Stärke im Vergleich zu meinen anderen Geschichten ist. Jeder Charakter, der mehr als nur eine komplette Nebenrolle einnimmt, hat tatsächlich eine Relevanz. Es gibt keinen Charakter, behaupte ich, der so ist wie, keine Ahnung, Hydropi in den meisten Teilen der Walross-Edition oder gar Seemops oder auch zum Beispiel, ihr habt den Charakter inzwischen kennengelernt in Wesen. In meinen Augen ist Vin nicht viel anders als Seemops in der Walross-Edition über große Teile der Geschichte. Es gibt sowas nicht in Plothole. Sekunde. Ich hatte gerade mies was im Hals. Also, machen wir weiter. So etwas gibt's in Plothole weniger. Die Handlung ist deutlich verzwickter, hat viele neue Elemente, auch modernere Elemente und vor allem etwas, das man nicht unbedingt von mir gewohnt ist. Aurora und Kel treffen sich schnell, nachdem Kel in der Welt der Pokémon ankommt. Einer Welt, in der das Phänomen der sogenannten Plotholes geschieht. Es ist ein interessantes Phänomen. Es ist eigentlich, wonach es klingt. Es ist eine Art Verzerrungen in der Realität. Ereignisse, die keinen Sinn machen und trotzdem einfach geschehen. Risse in der Kraft, die die Pokémon so ungefähr als den Gott ihrer Welt ansehen. Den Plot, die Handlung. Das, was die Welt kontrolliert, in der sie leben. Das, was alles steuert. Jedoch schon seit vielen, vielen Jahren treibt sich ein eigenartiges, roboterartiges Wesen in der Welt herum. Ein OC mit dem Namen Epsilon. Der Plotkrieger. Oder auch viele andere Namen hat er, aber gerade am Anfang der Geschichte hört man hauptsächlich den Plotkrieger. Und auf einmal landet Kel in dieser Welt. Aurora mit ihrem Traum, der Kampfliga, die es gibt, beizutreten. Eine Sportart, kein normaler Kampf, ein Ringkampf in der Pokémon-Welt. Ein großes Element der Geschichte. Jedoch hat sie einfach noch nie einen Teampartner gefunden. Und ob sie mit Kel wirklich ein Team bilden will? Das ist nämlich eventuell die andere Sache der Geschichte, die man sonst nicht so gewohnt ist. Denn anders als zum Beispiel Günther und Lord Ecke oder Bulbi und Shinux, sind Kel und Aurora nicht unbedingt die besten Freunde. Relativ im Gegenteil. Sie verstehen sich vor allem anfangs eigentlich überhaupt nicht. Bis das Ganze einen Höhepunkt erreicht, von dem aus es keinen Rückweg mehr gibt. Aber das wäre jetzt etwas zu viel vorweggegriffen. Viele neue Charaktere, viele Pokémon, die ich sonst noch nie verwendet habe. Eine unglaublich große Handlung. Ich call das jetzt so raus. Ich schreibe derzeit an Kapitel 45. Und ich bin noch nicht am Finale. Die Geschichte wird lang. Die Geschichte wird episch, unglaublich viel. Ich habe es in meinen Augen geschafft,
zum ersten Mal in all meinen Hörspielen Kämpfe zu einem Highlight zu machen. Was auch gut ist, denn es wird viele geben. Es ist eine sehr interessante Geschichte mit Themen, die ich sonst selten anspreche. Vor allem Dinge in Richtung Depression, Selbstmord, Verlust, Religion. Es wird viel geben. Seid dabei, wenn nächstes Jahr Pokémon Mystery Dungeon Plotkrieg, was früher unter dem Namen Plot Hole und zwischendurch War of Plot geplant war, auf diesem Kanal beginnt. Mein größtes, mein epischstes und mein tiefsinnigstes Hörspiel. Seid dabei. Und ganz kann ich das Thema von Plotkrieg noch nicht wegnehmen, denn ich muss jetzt über eine Fanfiction reden. Ich habe vor allem früher auf fanfiction.net viele, viele Pokémon Mystery Dungeon Fanfictions gelesen. Aber eine habe ich dabei immer ausgelassen. Weshalb? 103 Kapitel mit 1 Million Wörtern. Ich glaube, man erkennt, warum das nicht das Simpelste ist, da einfach zu sagen, ja, gönn mir. Allerdings vor dem Sommerurlaub, als ich schon wusste, wir könnten da schlechtes Internet haben, habe ich mir gedacht, weißt du was? Zieh's mir als PDF aufs Handy, zieh's mir als PDF auf dem Laptop. Ich guck in dem Urlaub mal rein, vielleicht gefällt's mir, vielleicht lässt sich was machen. Ambisons Pokémon Mystery Dungeon Guiding Light. Es ist ein sehr großes Zeitinvestment, wie man hört. Was mich nicht daran gehindert hat, es innerhalb von 4 Monaten durchzulesen. Alle 103 Kapitel. Es ist mit Abstand die beste Fanfiction, die ich je gelesen habe. Und es mag für manche wahnsinnig klingen, aber mein Lieblingsstück Literatur, Bücher, Zeitschriften, alles. Pokémon Mystery Dungeon Guiding Light ist mein Favorit von allem. Es ist einfach so wild. Diese Geschichte ist lang, hat ausgiebiges Weltendesign, rusht die Dinge nicht, aber wirkt auch nicht gestreckt. Die Charaktere sind sehr, sehr cool. Man hat verschiedenste Antagonisten und vor allem habe ich auch einige Inspirationen von Guiding Light für Plotkrieg übernommen. Ohne diese Fanfiction würde ich heute nicht an dem Projekt sitzen, was mein Magnum Opus werden könnte. Und mit könnte meine ich in meinen Augen. Vielleicht wird es irgendwann überboten, aber von den Dingen, die es bisher gab, wird es definitiv nicht übertrumpft. Und ja, genau das ist die Sache. Guiding Light, es war ein riesiges Zeitinvestment und ich habe keine Minute davon, sagen wir fast keine Minute davon bereut. 1 oder 2 der Spezialkapitel, die nicht lore-relevant sind, hätte ich vielleicht skippen können. Tiefe Charaktere, eine tiefe Handlung. Ein bisschen hat mir die Konsequenz gefehlt, was ich selber aus meinen Geschichten kenne. Dass man im Prinzip einen Charakter umbringt und einfach im nächsten Kapitel zurückbringt. Das persönlich bin ich kein großer Fan von und ich weiß, dass ich dem schuldig bin. Es ist eine der Sachen, die ich am wenigsten gern an meinen Geschichten habe. Ich habe einfach irgendwie da oft ein bisschen zu viel Angst, was die Fans sich denken, wenn auf einmal ihr vielleicht Lieblingscharakter wegstirbt. Und dann gab's die Walross Edition 6, in der ich einen der beliebtesten Charaktere der Reihe weggetötet habe und dann noch einen weiteren, den die Leute nicht zu wenig mögen. Und Chillast gab's auch. Ja, allgemein, so Charaktertode ist etwas, da musste ich mich vor allem erstmal ein bisschen einfinden und war halt auch nicht konsequent.
Bisasam war das erste davon, aber der ist dann ja auch irgendwie noch zurückgekehrt, zumindest zum Teil. Floink ist da so ein Hauptbeispiel und Necrozma, die beiden sind da ganz extrem. Und ja, Guiding Light, unglaublich geile Geschichte, trifft auch viele tiefe Themen. Es hat alles. Es hat lustige Abschnitte. Es hat sehr traurige, actiongeladene, hat es auch. Und was ich persönlich auch wichtig finde, es hat viel Lebensmoral. Was auch in meinen Augen Plotkrieg versucht zu haben zumindest. Ich versuche es, in meinen Augen klappt's. Wie ihr es bewerten werdet, ist dann euer Ding. Und ja, was ich vor allem an Fanfictions sehr mag, man merkt es vielleicht auch oft an meinem Writing, auch wenn es zum Beispiel bei Plotkrieg nicht vorhanden ist. Ich liebe Romance-Stories. Man merkt das, glaube ich. Oder wenn man es auf Deutsch übersetzen will, Liebesgeschichten. Gibt's in Guiding Light auch weniger, muss ich zugeben. Vor allem am Anfang. Gegen Ende kommt da ein bisschen was auf, aber insgesamt, ich bin ein Riesenfan von sowas. Ich bin so genau der Typ im Internet, den man sich vorstellt. Ich liebe Romance-Geschichten. Ich lese so viele davon. Ich schreibe sie selber gerne. Und im echten Leben bin ich deutlich zu schüchtern für jegliche sozialen Kontakte, abgesehen von ein paar ausgewählten Leuten. Yay! Ja, so bin ich nun mal. Und damit habe ich die nächste perfekte Überleitung geschaffen. Mein Privatleben, was dieses Jahr dort so vorgefallen ist. Nun, 2021, ein Jahr begonnen im Homeschooling, schrecklich für mich, sag ich wie es ist. Ich habe auch Virus Edition 5 ja eindeutig Anfang des Jahres relativ viel geschrieben. Ich habe es schon bei der Geschichte selbst gesagt. Die Zeit, in der ich die Walross Edition 5 geschrieben habe, war vielleicht die schlimmste in meinem Leben. Wobei ich sagen muss, auch wenn das jetzt sehr negativ klingt, zu weit weg ist auch die Zeit im Moment nicht. Ich find's irgendwie schade. Ich mag den Winter, der ist mir deutlich lieber als der Sommer. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es zu großen Teilen Zufall ist, dass ich einfach so viel mehr Stress und alles habe im Winter. So ein viel schlechteres Mindset. Es geht so viel mehr schief. Und ich muss halt auch leider sagen, von dem schlechten Mindset hat Smash einen zu großen Anteil. Smash macht da zu viel. Aber dann sind es auch Dinge wie einfach, ich habe oft das Gefühl, ich tue einfach zu wenig. Ich arbeite gefühlt 24/7 an irgendwas. Ich will Zeug mit Freunden unternehmen. Ich will für die Schule Sachen machen. Ich will meine Geschichten schreiben. Ich will YouTube machen. Ich muss das ganze Zeug editen. Ich will dann möglichst auch noch eine Stunde am Tag rausgehen. Dann will ich natürlich auch noch irgendwie gescheit schlafen. YouTube-Videos auch mal gucken. Bisschen lesen, wenn ich's kann. Es ist einfach zu viel. Und wenn ich dann irgendwas davon mal nicht schaffe, dann habe ich gleich wieder ein schlechtes Gewissen, warum ich so faul bin und so wenig gemacht habe. Es ist mein großes Problem. Mein Mindset. Was auch, wenn ihr euch mal Frame of Mind anhört, einer der Gründe ist, warum ich den Song so sehr liebe und warum ich so sehr damit relaten kann. Ja. Mein Privatleben war dieses Jahr, hatte wie vieles so seine Höhen und Tiefen. Gerade so Herbsturlaub war etwas, wo man sich denkt, oh, das kann doch nur geil sein. So in einem echt großen Haus, 12 Leute der Familie. Ich bin halt so ein fucking Introvert. Ich glaube, viele würden das sich gar nicht vorstellen können, die mich nur von YouTube kennen. Ich bin so introvertiert, ich hasse es. Ich hasse gefühlt jeden sozialen Kontakt außerhalb meines engen Freundeskreises und meiner Kernfamilie. Und diese ganzen Leute gehören nicht zu meiner Kernfamilie. Ich saß die meiste Zeit im Urlaub in meinem Zimmer, das ich da hatte, hab Musik gehört und geschrieben. Ich hatte da gerade mit Plotkrieg angefangen.
und habe dementsprechend relativ viel da geschrieben und auch in den Herbstferien nochmal viel Guiding Light gelesen. Ja. Ja. Privatleben war wirklich anstrengend. Es hat sich nichts getan, so wirklich, was Freundeskreis oder Familie angeht. Es ist jetzt, ich habe keinen Freund irgendwie wirklich verloren. Ich habe zwar mit gerade einem speziell nicht mehr so viel Kontakt, aber immer noch hin und wieder. Mit anderen habe ich nochmal mehr Kontakt. Jetzt seit kurzem habe ich wieder einen Minecraft-Server, wo ich mal, also ich bin Teil von einem Minecraft-Server, wo ich gescheit mit Leuten wieder regelmäßig zock und rede. Smash hatte ich einen Crewwechsel, lerne neue Leute kennen, auch wenn ich nicht weiß, wie lange die Crew für mich noch anhält, sage ich, wie es ist. Ja, viele, viele Dinge geschehen hier einfach. Und ja, was ist so mein Fazit für 2021? Aus YouTube-Sicht, ich habe 500 Abonnenten erreicht, ein großer Meilenstein. Ich habe viele große Projekte gebracht. Ich habe mein wohl größtes Projekt begonnen. Aber trotzdem war auch YouTube von viel Selbstzweifel geprägt. Ich bin inzwischen einfach zu fixiert auf vieles von dem Zeug. Ich habe gesehen, dass irgendwie nach 24 Stunden zum Beispiel die Wesen unseres Planeten hatte die erste Folge 14 Aufrufe, was für meine Hörspiele halt, während die Walross Edition 6 teilweise zu dem Zeitpunkt 150 hatte, jetzt gerade nach einem Tag 13 Stunden hat so 50 Aufrufe. Ich meine, geht mehr, geht weniger, aber ich habe halt ein bisschen die Sorge, muss ich sagen. Immer wieder das einfach, wo die Walross Edition rum ist, so im Prinzip das Günther aus der Dönerbude. Copyright, das Markenzeichen, dass Leute einfach mein Zeug nicht mehr gucken. Das, was ich mir jetzt aufgebaut habe, wieder zerfällt. Ich schweife mal ein bisschen ab. Allgemein auch, was meinen Glauben angeht, Religion, sowas. Auf dem Papier bin ich Katholik. Aber eigentlich, ich glaube eher an was Eigenes, behaupte ich mal. Wiedergeburt zum Beispiel, als Teil des Buddhismus, glaube ich durchaus dran. Eine höhere Macht. Ich bin überzeugt. Ich bin 100% überzeugt, dass es irgendeine höhere Macht gibt. Etwas, das ist auch eine Sache, die ich mit Plotkrieg so ein bisschen verarbeite. Etwas, das sehr in die Richtung des Plots der Geschichte geht. Bin ich überzeugt, gibt es da draußen irgendetwas, das im Prinzip unser Leben vorbestimmt, aber auf eine Weise, auf die wir es auch ändern können, wenn wir es richtig machen. Aber wenn wir es falsch machen, dann passiert, was sozusagen vorherbestimmt ist zu passieren. Karma, glaube ich, sowas von dran. Ich bin wirklich der Meinung, dass jeder bekommen sollte, was er verdient, egal ob er eine gute oder eine schlechte Person ist. Wer Schlechtes tut, sollte auch dafür nicht belohnt werden, in meinen Augen, sag ich jetzt, wie es ist. Ja. Viel von diesem Glauben hat in diesem Jahr auch mit eingespielt und vor allem, glaube ich, es ist im Prinzip Judgment Day, an was ich hier glaube, aber weniger sowas Allgemeines als so persönlich. Dass es einfach irgendwann im Leben eines Menschen den einen Tag gibt, der im Prinzip alles entscheidet. Make or break. Der eine Tag, an dem man alles bekommt oder alles verliert. Und ich habe wirklich Angst vor diesem Tag bei mir selber. Ich muss jetzt echt mal Real Talk reden. Ich habe Angst vor der Zukunft. Ich bin jetzt in meinem Abschlussjahr. Ich habe Zukunftspläne, aber was ist, wenn ich es nicht schaffe? Was ist, wenn ich nicht gut genug für mein Studium bin? Was ist, wenn ich einen Job nicht finde, den ich will? Was ist, wenn ich allgemein keinen Job finde, der mir Spaß macht? Was ist, wenn mein YouTube-Kanal zusammenbricht? Wenn mit meiner Familie was passiert? Wenn ich meine Freunde verliere? Es gibt so viel in der Zukunft, was schiefgehen kann und ich habe wirklich ein Haufen Zukunftsängste. Auch allgemein was mit der Welt, mit
diesem Land, was überall passiert, was im Moment los ist. Ich sehe das wirklich schon als eine Art gesellschaftliche Spaltung, ein bisschen als Erschaffung einer Klassengesellschaft zwischen geimpft und ungeimpft auch. Ich bin selber geimpft, will ich in dem Fall anmerken, und trotzdem hasse ich alles, was da vor sich geht. Es ist wirklich... Es ist scheiße. Wie soll man optimistisch in die Zukunft blicken, wenn so etwas passiert? 2020 war kein gutes Jahr für mich. 2021 war das polarisierendste Jahr mit Abstand. Es hatte wirklich gefühlt die höchsten Hochpunkte von allen Jahren, aber auch die tiefsten Tiefpunkte. 2021 ist das Jahr, wo ich zum ersten Mal wirklich mehrfach richtige Mental Breakdowns bei mir erlebt habe. Wirklich Momente, in denen ich einfach nicht mehr wusste, was tue ich hier? Warum bin ich hier? Was hat das alles für einen Sinn? Vielleicht drifte ich gerade zu sehr ab, aber dieses Video will ich wirklich nutzen, um über all diese Dinge zu reden. Ja, deswegen, ich habe nach 2020, habe ich nicht dran geglaubt, dass sich Dinge wirklich bessern. Ich habe nicht geglaubt, dass irgendwie wir mit Corona weniger Probleme haben. Ich glaube auch nicht, dass wir in 2022 weniger haben. Denn Leute, ich sag's euch, wie es verdammt nochmal ist. Ist jetzt fucking politisch, aber scheiß drauf. Mit Corona haben wir nicht weniger Probleme, wenn wir den Virus eingedämmt bekommen oder so eine Scheiße. Sondern wenn wir einfach die Maßnahmen fallen lassen, wir werden Corona nicht los. Wartet ein paar Jahre und das Zeug ist ähnlich wie die Grippe für uns. Punkt. Wir kriegen das Zeug halt nicht los. Und für mich und auch für viele andere sind die Maßnahmen ein deutlich größeres Problem. Es ist einfach diese Unsicherheit. Man weiß nie, was man wann irgendwie machen kann. Wisst ihr, wie oft ich wirklich außerhalb der Schule reellen sozialen Kontakt mit Leuten hatte, mit denen ich auch Kontakt haben wollte? Also nicht irgendwie so fremde Familie da im Herbsturlaub oder ein Arzt oder Friseur, sowas. Ich erinnere mich an 3 Mal. 2 Mal haben wir uns mit der Familie von Lord Ecke irgendwo getroffen, ich und meine Familie. Einmal Ende des Jahres konnte ich endlich wieder auf eine Geburtstagsfeier mit vielen Freunden gehen. Vielleicht mein Höhepunkt des Jahres. Okay, und jetzt heute an Silvester. Ich meine, wir haben jetzt 2 Wochen früher, wenn ich es aufnehme. Der Plan ist, sich dann nochmal mit der Familie von Lord Ecke zu treffen. Aber mal gucken, ob es klappt. Das ist das Problem. Früher habe ich mir gedacht, ja, die Zukunft ist ungewiss, aber zumindest ist sie fern. Aber seit Corona ist selbst was in einer Woche ist ungewiss. Jede Woche kann sich alles ändern. Es ist wirklich genau das, was ich vorhin meinte. Jeden Tag könnte sich alles für immer verändern. Und ich kann damit nicht umgehen. Ich kann damit einfach nicht umgehen. Ich hoffe, dass 2020 ein Jahr wird. Ich werde meine Schule abschließen. Ich werde mein Studium beginnen. Es wird sich vieles, vieles verändern. Vielleicht hilft es mir dann endlich aus meiner täglichen Routine, die sich aus meinem übervollen Tagesplan gebildet hat, endlich mal rauszukommen. Aber ich hoffe, aber ich bin nicht optimistisch. Aber, ich bin kein Mensch, der aufgibt. Ich habe zu viel Ehrgeiz. Ich habe zu viel Ehrgeiz für sowas. Ich gebe nicht auf. Wenn ich irgendwie noch den kleinsten Funken Hoffnung habe, so war das auch bei vielen Hörspielen. Ich mach weiter mit Plotkrieg. Ich mach das, was ich danach vorhab. Ich mach
Ich mach das, was ich machen will. Ich zieh meine Träume durch. Und wenn es scheitert, dann tut's das eben. Aber wer es nicht versucht, der hat schon verloren. Ich bin nicht optimistisch für die Zukunft, aber ich bin zu ehrgeizig, um meine Träume aufzugeben. Vielleicht schaffe ich es ja doch irgendwann, Lehrer zu werden, wie ich es im Moment vorhab. Und vielleicht wird es ja doch gut. Im Moment muss ich halt wirklich sagen, wenn ich so an meiner Schule herumguck, was da alles abgeht, was da für Leute rumrennen. Ich weiß, dass ich viele jüngere Zuschauer habe, aber ich hau das jetzt so raus, wenn hier überhaupt noch wer zuguckt. Gott! Was da in Mittel- und Unterstufe für Menschen rumrennen. Ich weiß wirklich nicht, ob ich als Lehrer mit sowas umgehen könnte. Mit solchen Leuten. Ich habe wirklich das Gefühl, ich hätte jetzt eigentlich gesagt, ja, das liegt wahrscheinlich nur dran, dass ich eben in der höchsten Jahrgangsstufe jetzt bin, aber das Problem ist, dass auch Lehrer zustimmen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es nach meinem Jahrgang, vielleicht nach dem unter mir, der ist auch noch in Ordnung, aber da, sagen wir mal so, mein Jahrgang ist in Ordnung, in dem unter mir gibt es schon so die Einzelfälle, die wirklich ganz kritisch sind. Aber wirklich danach, was da rumrennt, hat nichts auf einem Gymnasium verloren, hat keine Erziehung genossen. Ach du meine Fresse. Aber ja, ich bin zu entschlossen, um aufzugeben und dasselbe gilt auch für meinen YouTube-Kanal. Das nächste Jahr soll ein sehr großes werden. Und auch Plotkrieg wird ein Projekt ganz nach dem Motto des einen großen Tages, auf den ich warte. Alles oder nichts, make it or break it. Ihr habt gehört, 45 Kapitel gibt's schon und es ist noch nicht fertig. Das heißt, bestimmt ein halbes Jahr lang wird mindestens Plotkrieg gehen. Und ja, wenn das Projekt versagt, wenn es nicht ankommt, könnte das das Ende für meinen Kanal bedeuten. Aber wenn es ankommt, dann könnte es alles verändern. Und das ist, was mich sorgt. Die Zukunft. 2022. Danke, dass ihr mir bei meinem Rambling ein bisschen zugehört habt. Ihr könnt gerne auch in den Kommentaren ablassen, was ihr wollt, solange es nicht den Richtlinien widerspricht. Schreibt gerne über, was ihr erlebt habt, wie das Jahr für euch war, was ihr so gemacht habt. Hört auf jeden Fall in die Musik in der Beschreibung rein. Und ja, danke fürs Zuhören. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Wir sehen uns hoffentlich irgendwann wieder. Bis bald.